Lukas, wir wollten das Filmmagazin aufnehmen. Lukas, wo bist denn du? Lukas, hallo? Hallo? Unglaublich, ich glaube, es ist das erste Mal ein Solo-Filmmagazin hier, oder? Oder? Da bin ich! Da ist er ja, da oh bin mein ich. Gott. Ganze Zeit nicht hallo. Gesehen. Nicht Wahnsinn, gesehen. Hier bin ich. Das sind damit ist diese Episode von Wo ist Lukas beendet? Es ist ja auch für alle, die jetzt nur uns zuhören, auch ein bisschen verwirrend, ja. Glaube ich. Aber für alle, die jetzt bei YouTube sind, die haben gesehen, Lukas hat sich ein bisschen versteckt. Ja. Hier, das war auf einmal sein Bildschirm, war leer. Aber die Aufklärung, wieso, weshalb, warum, gibt es gleich. Aber erstmal, damit wir jetzt alle auch abholen, egal ob Video oder Ton. Hallo und herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und ich bin da. Hallo. Und er ist da. Und wir treffen uns einmal in der Woche, um über Film und Fernsehen zu sprechen. Oder auch Streaming. Das ist ja so ein bisschen, eigentlich ja kein Fernseher, aber irgendwie schon. Aber das zähle ich jetzt einfach mal mit dazu. Und besprechen neuere Veröffentlichungen, aber auch gerne ganz alte Schinken, die wir nochmal ein bisschen abklopfen und ein bisschen abgucken, was hat uns da gefallen, was hat uns da nicht gefallen. Wie kann man das Ganze gesellschaftlich, politisch vielleicht einordnen oder nur Quatsch darüber erzählen. Auch das passiert ja bestimmt häufig. Aber das Ganze ist jetzt, wie gesagt, nicht gebunden an aktuelle oder ältere Veröffentlichungen. Ihr könnt uns auch jederzeit kontaktieren oder mit Themenvorschlägen zuhauen. Wenn ihr da irgendeine Idee habt, besprecht das mal, das ist irgendwie neu oder das ist irgendwie alt, aber ist super interessant, weil das ist einer meiner Lieblings- oder meiner Hassfilme. Oder das ist irgendwie ganz besonders aus den und den Gründen. Dann könnt ihr uns, wie gesagt, auf YouTube, da gibt es ja viele Kommentarmöglichkeiten, als auch auf Instagram, Threads und auch unsere Webseite filmmagazin.org. Genau. Ich fand das Bild, das du gerade verwendet hast, schön, die alten Schinken, die wir manchmal abklopfen. Also schickt uns eure alten Schinken zum Abklopfen. Heute haben wir keinen alten Schinken. Tatsächlich nicht, nee. Sondern neuen Schinken. Und den klopfen wir heute mal ab. Und zwar, das Intro war schon ein Hinweis. Where's Wanda? Heißt auch so, auch im Deutschen. Ja. Ist nicht, wo ist Wanda, sondern Where's Wanda? Ist aber eine deutsche Serie tatsächlich. Auch das haben wir echt lange nicht gehabt im Filmmagazin. Wir haben ja echt so ein... Passiert aber auch nicht so viel, finde ich, gerade in der deutschen Film- und Serienlandschaft. Aber wir haben uns die Serie schon länger mal vorgemerkt, denn sie ist tatsächlich die allererste Apple-Produktion im deutschen Apple TV Plus. Also sozusagen die erste deutsche Apple-Produktion. Erste deutsche Netflix-Produktion war ja damals Dark, ne? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, auch groß eingeschlagen, auch ein international großer Erfolg, glaube ich. Auch andere große Streaming-Anbieter. Netflix hat ja auch mehrere schon gemacht. Ne? How to Sell Drugs Online gab es zwischendurch. Ist auch ein großer internationaler Erfolg gewesen. Die machen es vor und Apple hat sich gesagt, die produzieren ja auch in unterschiedlichen Ländern Serien. In Großbritannien haben sie schon ganz viele gemacht. Auch in Frankreich. Es gab auch schon britische und französische Co-Produktionen. Und jetzt eben die erste deutsche. Wir haben auch schon mal über Apple TV Plus als Streaming-Anbieter gesprochen. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein Jahr her oder so. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, anhören. Müsst ihr einfach mal gucken auf unserer Website oder bei YouTube. Da haben wir uns mal über diesen doch ein bisschen anders funktionierenden Streaming-Anbieter ausgetauscht. Apple legt ja großen Wert auf Eigenproduktion. Also dort findet man jetzt nicht den großen Katalog an Hollywood-Filmen, die jetzt für Streaming freigegeben worden sind, wie das bei eigentlich fast allen anderen so ist. Sondern Apple sagt, okay, wir machen auch wirklich dedizierte Hochglanzproduktionen, haben auch Kinofilme, die wir zuerst ins Kino bringen im Prinzip und dann bei uns so Napoleon ist so ein großes Beispiel der letzten Zeit, haben auch so einen Oscar-Gewinner mit auf der Plattform mit Coda, war glaube ich der erste große Film, der so internationale Aufmerksamkeit von Apple erzeugt hat. Und auch der erste Streaming-Film, der einen Oscar glaube ich gewonnen hat. Genau. Also so einen großen Oscar als bester Film. Ja, und hat jetzt auch mittlerweile schon ein relativ, gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen den Streaming-Anbieter und hat auch schon ein paar Erfolge gefeiert, die man aber außerhalb der Apple-Blase nicht so richtig kennt, weil natürlich, wie Apple so ist, macht es seinen Hardware-nutzenden Kunden viel einfacher auf diese Plattform zuzugreifen. Also du hast das auf jedem iPhone installiert, die App erstmal, du hast das überall. Du hast sogar, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, am Anfang, wenn du dir ein neues Apple-Produkt kaufst, hast du erstmal 3 Monate Apple TV kostenlos. Bei Apple One ist es natürlich mit dabei. Also es ist schon auf Apple-Kunden ausgelegt und so sehen die Produkte auch aus. Ne? Die sollen dann nicht das OLED-Display vom neuen, das neue Tandem-OLED-Display vom neuen iPad richtig gut nutzen und dann ist es eben irgendwie Dolby Vision und sieht richtig toll aus, ist auch so bei den meisten Produktionen.
auch ein paar Dokus, so Musikdokus und so weiter, die zu Apple Music passen und so. Also es ist schon ein, es fügt sich in diesen Apple-Kosmos ein, was, glaube ich, dazu führt, dass die Gesamtnutzerzahl, das Nutzerpotenzial oftmals nicht ausgeschöpft wird. Aber trotzdem ein gutes Portfolio zusammenbekommen. Ich glaube, Slow Horses ist so eine große Produktion, die es gibt aus Großbritannien mit Gary Oldman in der Hauptrolle, auch eine große Buchreihe, die dem zugrunde liegt. Da geht es so um ja, Slow Horses, also um die schlechten Ermittler von Scotland Yard, die irgendwie eigentlich auf aufs Abstellgleis geschoben worden, aber dann doch immer wieder mit in so Geheimdienstsachen verstrickt worden sind, kann man sich auch mal anschauen. Ja. Aber noch ein paar andere, For All Mankind, diese Was-wäre-wenn-Geschichte, was wäre, wenn die Sowjetunion zuerst auf dem Mond gelandet wäre. Also so ein paar interessante Produktionen. Und jetzt eben lange Vorrede für die Apple TV Plus sich noch nie angeschaut haben. Where's Wanda mit der ersten deutschen Produktion und einigen bekannten Gesichtern. Ja, es ist nämlich unter anderem Heike Makatsch und Axel Stein, die spielen die Hauptrollen, was auch sofort aus dem Promomaterial auch natürlich ersichtlich wird, dass die beiden natürlich im Vordergrund stehen. Die spielen nämlich die Familie Klatt oder die Ehemann und Ehefrau Klatt. Die vermissen nämlich, wo der Titel erst schon andeutet, Wanda, ihre Tochter. Die ist nämlich verschwunden, mitten im Rahmen von Festlichkeiten. Also man befindet sich in so einer sehr, zumindest sieht es an einigen Aspekten sehr interessanten deutschen Stadt, Kleinstadt aus, die so sehr kleinbürgerlich, spießig ein bisschen aufgebaut ist. Das Ganze ist auch, die Klatts leben auch in so einem Viertel, das nennt sich irgendwie Waldsiedlung, was ist irgendwie ein großer Kreis, ein großer Kreisverkehr, wo dann irgendwie über 5 verschiedene Reihen dann die Familienhäuser gesetzt sind. Also sieht irgendwie alles aus wie so eine Spirale von oben. Sich das anguckt, also so ein bisschen amerikanische Vorstadt tatsächlich, so ein bisschen von der Optik her. Und dann ist halt mitten von Feierlichkeiten, da feiert nämlich diese Kleinstadt so ein Fest, was auch so ein bisschen an Krampus erinnert. Also es gibt irgendwie so ein Monster, was im Wald lebt und was dann irgendwie die schönste Jungfrau entführt. Das ist irgendwie so ein Brauch dort, wo sich dann auch jemand als diese Krampusartige Figur verkleidet und dann irgendjemand entführt. Also das Ganze hat auch so ein bisschen dann eine Doppelbedeutung. Denn dann natürlich während dieses Festes, wo jemand entführt wird, wird auch tatsächlich wo jemand entführt oder was auch immer dort passiert ist. Man weiß es bisher nicht. Es sind bisher auch nur 2 Folgen zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt erschienen. Das heißt, die Antwort, wo ist Wanda, können wir jetzt auch nicht beantworten, aber zumindest verschwindet sie dort und ist dann natürlich dann, ist die Ehepartner natürlich sehr groß verzweifelt und ruft natürlich die Polizei und dann geht das große Suche los. Die sind dann auch bei einer Fernsehshow, wo dann auch aufgerufen wird, irgendwie, wenn man Hinweise hat, wo sie sich befindet. Dann aber 70 Tage lang passiert nichts, kaum Hinweise. Es gibt dann nur, dass man eines ihrer Kleidungsstücke in einem Mülleimer findet. Aber das ist auch noch eine sehr kalte Spur und dann entschließen die beiden Klatts, also Dedo Klatt und Carlotta Klatt, dann jetzt auf eigene Suche zu gehen. Und die vermuten halt dadurch, dass dieses Kleidungsstück halt in der Umgebung gefunden wurde, halt noch in dieser Waldsiedlung der Kleinstadt, dass es sich wohl noch, Wanda noch in der Nähe befinden muss. Und das heißt, sie bespähen und bespitzeln ihre Nachbarn und gucken halt dort mal hinter die Kulissen, was passiert dort, befindet sich dort Wanda. Und dabei entdecken sie natürlich, dass jeder dieser kleinbürgerlichen Menschen haben natürlich noch ein Leben hinterm Leben, noch ihre kleinen und großen Geheimnisse und wir befinden uns dann sozusagen auf der Suche mit den Klatt zusammen nach der Tochter und wie sie dann ihre Nachbarn bespitzeln. Ganz genau. Und das sehen wir auch natürlich die ersten beiden Folgen. Also ist quasi ein großes Setup jetzt. Das macht Apple TV immer so oder oft so, jetzt eine gewisse Anzahl Folgen, in dem Fall 2, zu veröffentlichen und dann zu sagen, jeden Mittwoch kommt eine neue. Das wird jetzt quasi auch bis Mitte November bei Where's Wanda der Fall sein. Und in den ersten beiden Folgen sehen wir quasi die Familie Klatt, wie sie sich dazu entschließt, ihre Tochter auf eigene Faust zu suchen, weil die Polizei ihrer Meinung nach nicht eifrig genug an der Suche interessiert ist. Jetzt auch schon 80 Tage her oder 70 Tage her ungefähr, dass Wanda verschwunden ist. Die Polizei hat noch nicht so wirklich viel zutage gefördert. Polizei in Person übrigens von Nikita Thompson, also auch da ein Name, den man kennt, vielleicht noch nicht so als Schauspielerin in den Fokus getreten, aber vielleicht als Jurorin von Germany's Next Topmodel bekannt und auch als Unternehmerin. Palina Roginski spielt eine Gastrolle, Kostja Ullmann ist mit dabei, David Striso wird noch kommen, ist in den ersten beiden Folgen noch nicht mit dabei, aber man hat doch auch einen ganz kurz in der zweiten Folge. Haben wir ihn ganz, der, stimmt. Da,
ist ja der Bruder von Carlotta. Stimmt, wir sehen ihn, wie er seine Schwester zuquatscht. Ja, das stimmt. Also David Striso ist natürlich auch mit dabei. Und sonst auch immer wieder so in den Rändern sozusagen so ein paar Leute, wo man sagt, das ist doch der oder ach, das ist doch die. An sich, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, wie uns die Prämisse gefallen hat und wie so dieses Feeling umgesetzt ist, dieser vermeintlich deutschen Kleinstadt, und dann über Schauspiel sprechen? Oder wie wollen wir es denn machen? Wir können uns da, glaube ich, einfach mal durchackern. Können gerne mit der Prämisse mal anfangen, weil ich finde die jetzt an sich jetzt auch noch gar nicht so spannend, muss ich sagen. Also wenn die mir jemand jetzt gepitcht hätte, wenn ich das darüber entscheiden könnte, ob so eine Serie entsteht oder nicht, und zumindest was in die Wege leiten könnte, hätte ich gedacht, das war's. Weil das fühlt sich so ein bisschen an, habe ich irgendwie schon häufig in einer Art und Weise schon gesehen. Am bekanntesten natürlich auch ein Film, über den man immer wieder zu sprechen kommt, weil er großer Klassiker ist, auch fürs Kino an sich, ist natürlich das Fenster zum Hof. Und das ist ja natürlich auch einfach eine Variante davon, ne? Von Hitchcocks großem Klassiker. Jemand, der sich mal genau die Nachbarschaft ganz genau anschaut, hier bei Fenster zum Hof natürlich sehr von seiner Wohnung aus und nur mit einem Fernglas. Nochmal ein bisschen anders, weil hier geht man natürlich wirklich in die Häuser, aber ist natürlich diese gleiche Prämisse. Ah, man guckt mal, was hinter dieser gutbürgerlichen Fassade so passiert und aha, guck mal, da ist wohl was, oder zumindest was ich glaube zu sehen, wenn ich so ein paar Hinweise habe, wenn ich auf einmal Kameraüberwachungsmaterial habe oder Tonaufnahmen habe und dann denke ich mir, da müsste ja das und das passieren und dann gucke ich mir irgendwie an, da ist doch ein bisschen was anderes. Ne, das ist so diese Grundidee von Überwachung und wie schwierig es ist, überhaupt das Leben eines Menschen von außen und dann auch von innen dann wirklich ganzheitlich zu erfassen. Aber das ist irgendwie das, und dann gibt es natürlich auch ganz viele Varianten von Fenster zum Hof irgendwie, schon in den letzten Jahrzehnten, die entstanden sind, und dann ist hier Where's Wanda einfach noch eine davon. Und das ist natürlich jetzt einfach in Deutschland, okay, vielleicht noch ein bisschen was Eigenes, aber da hat mir zumindest noch ein bisschen sehr die eigene Idee auch gefehlt und besonders dann halt noch, ne, es ist nicht nur eine Fenster zum Hof Variante, sondern halt auch eine Tragikomödie, eine Komödie mit tragischen Elementen. Das heißt, es ist ja eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema, die man auch zu einem richtigen Drama hätte machen können. Das will die Serie aber nicht. Sie will natürlich Emotionen wecken und traurig sein und halt auch, ne, die Verzweiflung der Klatz zeigen, aber 50-60% der Zeit wird schon darauf aufgewendet, eher eine locker leichte komödiantische Geschichte zu erzählen, wo das immer wieder aufgelockert wird oder eben die Klatze in irgendwelchen komischen Situationen kommen, weil sie in irgendein Haus einbrechen oder passieren da komische Dinge. Und das soll dann auch durchaus lustig sein. Also man soll weinen und lachen, im besten Fall, was die Macher und Macherinnen hier sicherlich als Ziel hatten. Und das finde ich jetzt auch, das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, die beiden Dinge zusammenzubringen. So eine ernste Geschichte mit Humor, das kann funktionieren, ne? Gar kein Problem. Also schon ein großes Problem, aber das kann funktionieren. Das ist jetzt nicht unmöglich. Es haben auch schon Serien bewiesen. Aber auch das ist eine harte Aufgabe und das fand ich dann so von der Grundidee eine sehr bekannte, durchgekaute Prämisse mit einer so schweren Aufgabe, Humor und Tragik zu verbinden, hätte ich irgendwie dann als Executive Producer bei Apple gesagt, habt ihr vielleicht noch was anderes? Wie ging es denn da dir? Also es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und wir können jetzt auch an der Stelle nach den ersten beiden Folgen nicht die Frage beantworten, ob es tatsächlich funktioniert. Was ich für mich sagen kann, ist, dass das in Ansätzen für mich in den ersten beiden Folgen schon auch funktioniert hat. Also sie kriegen das hin, an vielen Stellen, nicht immer. Also Humor ist wirklich, ist immer Geschmackssache. Sie kriegen es aber trotzdem hin, durch eine bestimmte Art von Humor, die auch Axel Stein natürlich gut verkörpern kann, glaube ich, nämlich einfach so ein bisschen der Trottel sein, die funktioniert an vielen Stellen für mich schon. Und sie kriegen es auch hin, dann es gibt so eine Szene, wo sie ihr neues Equipment austesten, ihr neues Abhörequipment im Prinzip, die dann so umschwenkt, das sie eigentlich nur testen wollen, die dann so umschwenkt in so eine emotionale Sache, wo er dann als Charakter auch tief bekommt und wo man dann nochmal merkt, okay, er vermisst seine Tochter, er vermisst seine Familie. Und das funktioniert schon, also das haben sie schon irgendwie hingekriegt. In Ansätzen sage ich bewusst, weil damit das wirklich, also das muss weiter gut funktionieren, damit das aufgeht, glaube ich. Ne? In den restlichen 6 Folgen insgesamt sollen es 8 werden. Müssen sie da noch ein bisschen was drauflegen. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber die Ansätze sind auf jeden Fall da für mich. Also ich würde da jetzt noch keinen Haken dran machen. Ich würde auch nicht sagen, ach du Scheiße, es funktioniert ja schon von Anfang an gar nicht. Das geht schon gut los,
würde ich, finde ich, was diese Prämisse angeht. Wo ich dann immer so ein kleines bisschen ein Problem mit hatte, muss ich sagen, natürlich soll es eine vermeintlich deutsche Kleinstadtgeschichte erzählen. Dafür ist es mir, und du hast es angesprochen, dann aber doch deutlich zu amerikanisch vorstädtisch angelegt. Ne? Also mein Gefühl ist, Man will das hier für, man will so eine Mischung machen aus dieser europäischen, oh, man soll schon sehen, dass es eine europäische Stadt ist. Deswegen auch dieses Krampusartige Fest, ne? Krampusartige, was du gesagt hast. Und auf der anderen Seite hat man so ein bisschen eine amerikanische Vorstadt, die aber offenbar in einer deutschen Kleinstadt gedreht ist. So, also ich finde es dann teilweise wieder zu amerikanisch. An vielen Stellen. Wahrscheinlich, weil man irgendwie das Zielpublikum im Auge hatte, würde ich jetzt einfach mal den vorwerfen so. Das reißt mich jetzt als jemand, der eine deutsche Kleinstadt kennt, gut kennt, reißt mich das ehrlich gesagt so ein kleines bisschen raus. Auch wenn man es oft geschafft hat, das unterzubringen. Ne? Man hat natürlich auch an vielen Stellen dann wieder mit und das ist ja auch okay für eine Komödie, mit so Vorurteilen gearbeitet. Und es gibt in der zweiten Folge eine schöne Szene, wo ein Ordnungsamtsmitarbeiter kommt und sagt, dass bitte Heike Makatsch jetzt mal aus dem Parkverbot rausfahren soll, und sie fährt dann halt 2 Meter nach vorne und ist nicht mehr im Parkverbot. So, ist ein netter Gag in der Spannungssituation, die da aufgebaut worden ist, aber ist auch nichts, was man noch nie gesehen hat. Ja. Ganz okay ist, dass, aber auch das ist nichts Neues, dass die ganze Geschichte so ein bisschen eingebunden ist in eine Erzählung, die uns Wanda erzählt, so aus dem Off. Das ist ganz nett. Die offenbar mehr weiß, also so eine Art autoriale Erzählerin, die aber trotzdem eingebunden ist, weil sie ist ja diejenige, die gesucht wird. Ich bin noch zwiegespalten. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Ich habe die beiden Folgen gerne geguckt. Ich habe dann auch gerne die zweite geguckt, und ich werde mir auch die dritte anschauen, weil sie auch gut mit Cliffhangern arbeitet. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich mir 8 Folgen anschaue und dass ich das alles gut finden werde. Ich habe noch große Fragezeichen. Okay, ich bin damit, glaube ich, ein bisschen pessimistischer. Ich glaube, es wird das nicht erfüllen, und ich finde jetzt schon die ersten 2 Folgen nicht so vielversprechend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da noch groß verbessern, weil genau die Fragezeichen, die du hast, das ist für mich schon recht eindeutig, dass sie da vielleicht die falschen Wege gegangen sind insgesamt. Es kann sich natürlich noch ändern, ne? Das kann auch immer sein, dass man sich so eine Serie auch noch steigert, wenn man so ein bisschen erstmal, die ersten 2 Folgen ist erstmal so ein bisschen Setting und die Charaktere vorstellen und so dann den Plot erstmal lostreten. Es kann immer sein, sobald er dann richtig in Fahrt aufgenommen hat, die Handlung, dann, dass sich das auch verbessert. Aber zumindest die Ansätze, die ich bisher sehe, glaube ich, eher weniger. Ich finde auch diesen Einsatz jetzt auch von der Wanda als Sprecherin, ne? Das ist auch, was man auch bekannt ist, aber das kann man ja auch sehr effektiv einsetzen, weil sie natürlich mehr weiß als wir und auch natürlich weiß, wo sie sich wahrscheinlich befindet, aber es natürlich nicht offenbart, aber natürlich immer wieder in die Handlung ab und zu eingreift, aber mir auch wiederum zu selten. Meistens nur am Anfang und am Ende der Folge und in der Handlung dann wieder wird sie komplett vergessen. Es gibt nur so ein paar Momente, wo dann auch so ein bisschen eine Metaebene aufgemacht wird, wo sie dann kurz will, hier, wo sie sich kurz vorstellt, ich bin Wanda, und dann will sie kurz, dass ein Standbild ist und sie zu sehen ist, und dann, das Bild ist irgendwie nicht perfekt, können wir doch mal 5 Frames nach vorne, jetzt habe ich ein schönes Lächeln. Ja, das sind ganz süße Ideen, das finde ich auch sehr, noch eine clevere Idee, das lockert sowas auch wirklich auf. Aber das gibt's mir dann zu wenig, genau solche Ideen. Denn sozusagen die restlichen 80-90% einer Folge ist Wanda gar nicht existent als Erzählerin. Ich hätte sie, glaube ich, noch stärker eingesetzt. Kann natürlich sein, dass das noch kommt, dass sie dann noch stärker involviert wird, wenn vielleicht wird sie ja schon ab der 4., 5. Folge mehr oder weniger gefunden, muss dann aber flüchten oder so, keine Ahnung. Und dann ist sie vielleicht mehr als Charakter auch eingebunden. Das kann natürlich sein. Aber bisher finde ich das ein bisschen unausgegoren. Ich hätte sie gerne noch mehr dann eingesetzt, weil das hat zumindest ein bisschen eine Frische reingebracht. Ansonsten finde ich schon sehr klischeehaft, auch von der Zeichnung der Figuren her. Ne? Axel Stein und Heike Makatsch ist einfach nur, Heike Makatsch ist die typische Mutter und Axel Stein ist der typische Vater, der sich halt nicht so ganz involviert in den Haushalt und in die Familie. Also nicht die emotionale Arbeit unbedingt macht, das macht natürlich die Mutter, aber dann natürlich trotzdem einen weichen Kern hat und dann natürlich hervorbricht, wenn es dann darauf ankommt, zeigt dann doch Gefühle. Aber das ist so, abseits dieser bekannten Muster wird da irgendwie sehr, sehr wenig noch mit angefangen. Und halt auch besonders dieser Mix zwischen Humor und Tragik hat für mich jetzt
mich jetzt weniger funktioniert, weil es dann doch eher ein bisschen, steht für mich eher im Weg, der Humor. Oder sie machen, das ist so für mich so getrennt. Also jetzt kommt die traurige Szene, jetzt kommt der Humor, jetzt kommt die traurige Szene wieder, jetzt kommt der Gag. Und so die ich finde, die das gut können. Also jetzt zum Beispiel, weil ich habe jetzt gerade auch eine andere Apple TV Plus Serie nachgeholt. Die macht das nämlich genau, zumindest wie ich es interessanter finde, ist Shrinking von Bill Lawrence, unter anderem inszeniert, der auch Scrubs unter anderem gemacht hat, und Ted Lasso. Das heißt, er kennt sich damit aus, wie man Humor und Tragik miteinander verbindet. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, das ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, aber da sieht man natürlich, weil in Shrinking geht es um einen Therapeuten, der seine Frau kürzlich verloren hat an einem Autounfall und jetzt trauert und jetzt seit erst nach einem Jahr ungefähr anfängt, wieder richtig ins Leben Fuß zu fassen. Ist aber auch eine total lustige Serie, obwohl es so ein hartes Thema hat. Und das schafft es halt wirklich in den Szenen mit einem, jetzt ne, als Beispiel, der Therapeut ist gerade super down, er ist gerade quasi, hat wirklich so einen emotionalen Ausbruch am Weinen und irgendwie sein Freund versucht ihn zu trösten, aber die beiden haben schon länger nicht mehr miteinander gesprochen und dann sagen die irgendwas, was schon vorher in der Folge eingeführt wurde, um ihn aufzuheitern, wo er, der Therapeut aber weiß, das heitert mich gar nicht, das nervt mich eigentlich an dir, das nervt mich an dir als Freund, und damit wird dann gespielt und das ist dann auch irgendwie der Gag, weil jetzt sagt er schon wieder diesen Einspruch, den ständig sagt. Und das ist dann irgendwie einerseits lustig und dann einerseits traurig. Das heißt, es wird mit der Trauer wird ein Gag irgendwie auch miterzählt. Das ist eine hohe Kunst, die ist wirklich schwierig. Das muss man wahrscheinlich auch wirklich, wie Bill Lawrence, der hat das 30 Jahre lang, glaube ich, perfektioniert, diese Art Humor. Und das ist halt was ein Where's Wonder gar nicht hat. Da ist das wirklich total abgetrennt. Da finde ich auch als Beispiel gerade diese Fernsehshow-Szene in der ersten Folge, die so ein bisschen Akte XY ist, ne, wo die Klatz in ein Fernsehstudio gehen und dann sagen, hier, wir suchen Wanda seit 70 Tagen und wenn sie irgendwas gehört haben. Und dann ist natürlich, dass der Moderator ein bisschen zu sehr Details möchte und auch so ein bisschen zu sehr die Emotionen ein bisschen spielen will und dann irgendwann Frau Klatt ein bisschen eskaliert. Und dann währenddessen als Aufheiterung haben wir dann Axel Stein, der so ein bisschen Donald Trump-mäßig aussieht, weil irgendwie das Make-up ist total nach hinten losgegangen und er ist irgendwie total orangefarben im Gesicht und noch sein Stuhl ist irgendwie falsch eingestellt, dass er ständig nach unten sackt. Und das ist so, ne, du hast den emotionalen Ausdruck von Heike Makatsch, die jetzt sagt, hey, was soll ich jetzt noch vor der Kamera richtig weinen? Ich vermisse einfach mein Kind. Und dann Schnitt zu Axel Stein, sein Stuhl geht nach unten und du hast sein blödes Gesicht, weil er sieht total orangefarbend aus. Okay, lustig. Also es ist so ein bisschen, das ergänzt sich nicht, ne? Das müsste irgendwie Axel Steins, das was lustig sein soll, müsste irgendwie mit dem emotionalen Ausbruch von Heike Makatsch irgendwas zu tun haben. So ist das für mich total getrennt. Und das ist für mich auch so ein falsch verstandener Loriot. Humor, wo man dann irgendwie hat, ne, jetzt ist ein emotionaler Ausbruch und jetzt sackt auch noch der Stuhl nach unten. Das sieht total blöd aus, dass er quasi Axel Stein aussieht, als wäre er 1,10 Meter groß. Und das ist so, was Loriot gemacht hat, aber jetzt natürlich besser gemacht, wo dann dieser Moment kommt, okay, jetzt hast du diesen emotionalen Ausbruch und dann zack, Schnitt auf irgendwie so eine Dummheit eigentlich, dass der Stuhl einfach nach unten sackt. Aber das bleibt für mich hier so getrennte Bereiche, das geht nicht ineinander über. Mhm. Ja, verstehe ich total die Kritik. Also was auch im Blick auf das echt eine Herausforderung sein dürfte, bin gespannt, ob sie die meistern werden, ist zwei Folgen das zu machen, ist okay und das kann man verzeihen, glaube ich, ne? Wenn das jetzt 6 Folgen so weitergeht, stimme ich dir vollkommen zu, dann ist das nach der nächsten Folge gegessen, so, das weiterzuschauen. Aber wenn sie es doch noch schaffen, irgendwie irgendwas reinzubringen, also wie gesagt, ne, ich bin ein bisschen optimistischer, was das angeht. Ich werde mir die nächste Folge anschauen und dann hoffentlich auch die übernächste. Mal gucken, weil mich hat lange auch keine Serie mehr irgendwie richtig abgeholt, gerade so. Die hat mich jetzt auch nicht richtig abgeholt, aber die gucke ich immerhin schon über die erste Folge hinaus. Ja. Mal sehen. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen optimistischer, was das angeht. Ich fand es so insgesamt einen. Es ist mal wieder ein bisschen was anderes noch, ne? Das ist so, wir hatten das in Deutschland. Vielleicht für Deutschland das, vielleicht, ja. Für Deutschland, ja. Wie soll ich das beschreiben? Es passiert hier einfach aus meiner Sicht gerade irgendwie nichts.
und jetzt passiert mal wieder was. So, ich hatte zumindest nur gesehen, in der ARD ist jetzt Herrenhausen erschienen. Also ich habe da mindestens nur mal ganz kurz reingeguckt, die sieht zumindest ganz interessant aus, auch von den Produktionswerten her. Die macht auch jetzt eher so eine Spy-Geschichte mit dem ehemaligen Chef der Deutschen Bank, der da hier im Vordergrund steht, der ermordet wurde, aber man weiß bis heute nicht, wieso, weshalb, warum. Der ist irgendwie kurz nach der Wende, ist der tot aufgefunden worden. Und da erzählt halt die auch eine mehrteilige AD-Serie die ganze Geschichte. Weiß natürlich auch nicht, wer es gemacht hat, aber gibt natürlich mehrere Anhaltspunkte, wer es gewesen sein könnte. Und die sieht zumindest aber auch sehr hochwertig aus. Hat zumindest auch sehr gute Kritiken bisher bekommen. Deswegen, also es gibt natürlich immer mal wieder, ne, auch gutes Material. Ich glaube so wo es auch auf jeden Fall die deutsche Serie bzw. deutscher Film aufgeschlossen hat, ist so vom Look, ne, die Serie, das haben wir aber noch gar nicht drüber gesprochen, die sieht natürlich sehr gut aus. Ne? Ja, sie hatten da ein klares Konzept, es ist so poppige Farben, so ein bisschen 70er-Style, ne? Alles scheint oder 80er, so, alles, 80er oder 80er, alles ist so ein bisschen übersaturiert, ja. Und den ziehen sie wirklich durch und auch sehr gut durch, finde ich, das passt, ne? Da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht, wie muss dann Set-Design aussehen, wenn wir die Color-Correction so machen und so weiter, das passt schon, das kriegt man aber auch hin, da gab es dann letztens auch so eine ARD-Vampir-Serie, die sah auch richtig, richtig hochwertig, Oderbruch sah auch richtig hochwertig, auch aus der ersten Disney-Plus-Serie, die es gab, wo es um die Frankfurter Prozesse ging. Deutsches Haus? Deutsches Haus, genau. Ja. Auch das, also man braucht sich da nicht mehr verstecken, aber so, so vom Erzählerischen her ist es da merkt man halt immer noch, ne, das ist so schwierig, da wirklich mal anzukommen. Es gibt so wenige nur Ausnahmen, die da wirklich auch schaffen. Irgendwie dann, man versucht irgendwie immer dann den großen amerikanischen Vorbildern nachzurennen. Und es ist halt echt schwierig, weil die sind so Profis und haben da die ganzen Genres und gerade die Genre-Mischmasch zwischen verschiedenen, das ist so perfektioniert. Ne, da gibt es auch viel Crap, ne, das auch nicht. Aber Frage, da diese Leichtigkeit, weil irgendwie, das will ja diese Serie haben, trotz diesem schweren Thema eine Leichtigkeit haben. Und das ist einfach für mich bisher in den zwei Folgen nicht wirklich ersichtlich. Und da merkt man irgendwie, da ist dieses knöcherige deutsche Art und Weise, Geschichten zu erzählen, steht dem total im Weg. Und vielleicht wird das noch was, ne? Das kann auf jeden Fall sein. Und vielleicht guckt da trotzdem mal rein. Das kann natürlich trotzdem was sein, weil jetzt, ne, die ist jetzt nicht furchtbar oder so. Die ist jetzt auch nicht furchtbar gespielt oder so. Aber ich würde gerade sagen, weil woran es nicht liegt, sind glaube ich die Schauspielerinnen, weil das funktioniert schon. Ich habe bei Axel Stein manchmal so ein bisschen Fragezeichen, aber er passt. Ja, Axel Stein ist für mich auch immer das Größte. Ja, er passt aber trotzdem, er passt gut in diese Rolle rein. Ne? Ich habe es ihm abgenommen, auch wenn er an manchen Stellen, vor allem in ruhigeren Dialogen, merkt man, dass er, habe ich gemerkt, so richtig Schauspieler ist er nicht. Leo Simon fand ich ganz toll als Neuentdeckung, den Bruder von Wanda. Aber Heike Makatsch ist einfach, also da haben sie es Axel Stein auch schwer gemacht, da ranzukommen. Weil ich finde, Heike Makatsch ist wirklich eine grandiose Schauspielerin. Das merkt man auch an den paar Szenen, die sie hat, wo sie drüber sein darf und wo sie spielen darf, der ist es schon, und auch an den ruhigen Szenen, da ist es schon allen anderen, die ich so gesehen habe, deutlich überlegen. Ja, das auf jeden Fall. Aber die Leute gibt es ja auch, ne? An denen liegt es nicht. Auf jeden Fall, ja. Aber ja, das ist dann trotzdem manchmal schwierig, ne? Wenn man dann, selbst nach Heike Makatsch kann dann aus einem okayen Drehbuch jetzt im besten Fall, würde ich sagen, halt jetzt auch kein Gold zaubern. Ich finde dann auch gerade, was mir auch sehr aufgefallen ist, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen speziell, wenn es dann gerade, ne, weil der Ole ist, der Bruder ist ein bisschen jünger, also ich glaube so 15, 16 wird er wahrscheinlich sein. Er ist Gamer und das ist wieder, da merkt man wieder, da wurden Leute dran gesetzt, die mit Gaming nicht so viel anzufangen haben, wenn dann sich irgendwie die Jugendlichen unterhalten und sagen, hey, ein bisschen smoken und ein paar NPCs killen. So redet keiner. Ja, und dazu kommt natürlich auch wieder der Klassiker, den ich auch furchtbar finde, ist, Lea soll wie alt sein? 16? Lea ist... nicht Lea, Quatsch, sie, Wanda. Wanda ist und 17. Lea ist ihre Schauspielerin, Lehrer, genau. Lea Drinder. Und sie ist halt 23 oder 24. Und das ist bei ihrem Bruder genauso. Sie sieht einfach deutlich älter aus als die Rolle, die sie spielt. Ja. Und das nervt mich immer so ein bisschen. Ja, das ist natürlich immer schwierig, weil du musst natürlich im besten Fall, willst du volljährige Menschen haben, damit du auch einfacher mit denen drehen kannst. Aber die sehen dann im besten Fall oder schlimmsten Fall dann halt auch schon älter aus. Man müsste halt einen 18-, 19-Jährigen oder Jährige finden, die
dann auch noch eine 1, 2, 3 Jahre jüngere spielen kann. Gibt sicherlich auch, ja. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich immer die Wahl. Gut, dann nimmt man lieber vielleicht die besseren Schauspieler, die vielleicht ein bisschen ja, zu alt sind. Ja, die halt Zeit haben, ne? Das ist ja, das ist auch immer schwierig, aber das schaffen auch die meisten amerikanischen Serien, die haben auch ein ganz großes Problem, gerade wenn an der Highschool irgendwas spielt, die sind immer auf die 25. Das ist ja auch immer schon so ein Running Gag. Deswegen, ja, das ist immer so ein bisschen. Aber ja, gerade auch bei den Themen wie halt hier ja auch digital. Ich finde auch mal gucken, wie es da weitergeht. Das ist durchaus, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, ne? Weil natürlich hier die Klatz ihre Nachbarn überwachen und deswegen auch auf Überwachungstechnik zurückgreifen müssen. Das heißt so, das Internet, Darknet spielt da auch eine größere Rolle. Ich finde, das ist bisher auch sehr oberflächlich. Und gerade wenn man sich da eine andere Serie anguckt, nämlich How to Sell Drugs Online Fast, die finde ich echt grandios, wie die das Digitalzeitalter und auch gerade junge Menschen, also Gen Z und ja, Gen Z ist es ja in dem Fall, wie die auch das Internet nutzen. Da merkt man total, das ist ein ganz großes Verständnis dafür und auch wirklich eine Auseinandersetzung auch mit den Spezifika. Und die Serie ist ja auch visuell wahnsinnig Internet-Optik aufgebaut und wie die halt mit Handys einsetzt und mit Einblendungen, die da mitten in der Serie kommen. Also die ist total fresh, modern. Die hat auch total dadurch einen eigenen Stil. Also die versteht wirklich junge Leute und das Internet. Und da merke ich, bei Where's Wanda ist es eher weniger. Ist natürlich hier auch ein bisschen was anderes, weil bei natürlich andere How to Sell Drugs. Andere Zielgruppe und How to Sell Drugs ist natürlich auch ein Gen Z auch die Hauptrolle. Und bei Where's Wanda sind natürlich die Eltern. Deswegen passt es vielleicht auch so ein bisschen mehr, dass es natürlich ein bisschen die das Internet auch nicht ganz verstehen. Ich glaube, Where's Wanda ist eine Familienserie, die du dir, also würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, Zielgruppe ist, wie oft bei Apple TV Plus, muss man sagen, ist irgendwie Familie mit kleinen bis mittelalten Kindern, die Eltern so in unserem Alter aufwärts, das ist so die Zielgruppe, würde ich sagen. So, ja. Ne, deswegen funktionieren die, glaube ich, auch ganz anders. Ja. Deswegen aber ja, du hast vollkommen recht, ne? Es ist oberflächlich. Es ist oberflächlich, es ist das, was man über das Darknet in einem Spiegelartikel lesen kann. So. Ja, in einem recht kurzen Spiegelartikel, ja. In einem recht kurzen, ja. Also ohne den, ja, ich will dem Spiegel nicht zu nahe treten. Die, sag mal, die man in einer DPA-Agenturmeldung lesen genau. kann, wenn und irgendwas Aktuelles mit Darknet wieder aufgetaucht ist. So, das ist ungefähr die Fallhöhe. Okay, ja, also. Deswegen, mal schauen. Ist jetzt keine komplette Enttäuschung, ne? Auch wenn ich habe immer kurz, wenn ich mir die jüngsten Schlagzeilen dazu durchlese, also die deutsche Kritik geht auch sehr hart damit um. Da wird schon auch von die 20 Millionen Enttäuschungen, schreibt DWDL dazu. Also, okay. Das wird wohl ungefähr die Produktionskosten gewesen sein. Der Spiegel fragt sich, ob das eine künstliche Intelligenz geschrieben hat, die Serie. Also, ja, da ist man bisher jetzt nicht ganz so. Und hier NTV schreibt, auf der Suche nach dem zündenden Gag. Also das Ganze ist jetzt bisher noch nicht ganz so positiv, aber es ist keiner, wie gesagt, voll Katastrophe und durchaus mal reingucken, ist durchaus mal interessant. Dann muss ich jetzt wenigstens noch ein was dagegen halten. Da müssen wir in die internationale Presse, die New York Times schreibt, Where's Wanda is a charming German remedy. Oh. Vielleicht einfach gute Zielgruppenarbeit, wenn es auf amerikanische... Die englische Synchro ist vielleicht ziemlich gut. Ja, da vielleicht noch ein bisschen ich weiß nicht, ob sie es synchronisiert haben. Ich glaube nicht. Haben sie. Man bekommt am Anfang immer so einen komischen Hinweis, wird in Originalsprache abgespielt. Genau, aber du so. Kannst einstellen auf Englisch. Also das Ganze ist aber nur der Hinweis, die Originalsprache ist Deutsch. Das kriegst du halt lustigerweise natürlich nicht bei einer englischsprachigen Serie. Da wird nicht gesagt, Englisch ist hier die Originalsprache, weil davon wird ausgegangen. Ja, stimmt. Aber es gibt sogar Spanisch und Französisch. Also es gibt so die großen 4, 5 Sprachen, ist es auch synchronisiert. Also vielleicht, ich weiß natürlich nicht, ob die New York Times sich das mit Untertiteln angeschaut hat oder wirklich in der Synchro. Aber ja, ist auch schon mal, dann ist doch gut, ne? Dass das auch nicht überall schlecht ankommt. Und ist, ich weiß aber auch gar nicht, ne, wenn dann amerikanische oder englischsprachige Kritiker sich, ob die dann auch mit einer Vorstellung angehen. Ne? Die haben vielleicht auch, da sind die Erwartungen vielleicht auch noch niedriger oder die sind einfach, ja, einfach mal was Deutsches sehen, gucken, wie die das machen und dann hat man so ein bisschen auch deutsches Flair und dann ist das schon was Besonderes und was Cooles, dass man da vielleicht ein bisschen die Schwächen auch ein bisschen leichter übersieht. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber hey, es ist doch absolut okay, wenn man die Serie auch gut findet. Und es ist ja gesagt, ne, es gibt ja noch das große Mysterium, wo ist denn Wanda? Vielleicht gibt es ja da auch einen richtig cleveren Twist, wo sie sich befindet. Es gibt ja so Andeutungen, die erstmal von diesem Überwachungsding komplett wegweisen, auf die sie noch nicht weiter eingegangen sind. Da bin ich mal gespannt. Ja, aber da glaube ich fast nicht, ob es in diese Richtung geht. Aber es wäre natürlich spannend, wenn man da was aufmacht. Ja. Wir werden es hier nicht lösen können. also, wenn ihr die Zeit habt und euch das interessiert, dann schaut doch mal rein und schreibt, was ihr davon haltet. Vielleicht kann man dann auch nochmal
wenn es durch ist, vielleicht habt ihr dann ja eine Meinung, die ihr in die Kommentare schreiben könnt, um Leute, die diese Folge gucken, zu warnen oder die dann doch zu empfehlen. Genau. Okay. Und reagiert jetzt mal mit, könnt uns ja gerne schreiben, wo ihr vermutet, wo Wanda sich befindet. Es gibt ja schon, wie gesagt, ein paar kleine Hinweise. Was habt ihr nach zwei Folgen? Was ist eure Vermutung? Ja. Dann hören wir uns nächste Folge wieder in einer Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüssi. So. Stoppen wir erstmal.